Yo, servus Leute, ich bin's mal wieder, euer Domenico, und ja, ich melde mich mal wieder zurück, nach längerer Zeit jetzt schon. Heute haben wir den 24. Dezember und dann schauen wir voraus, fröhliche Weihnachten an euch, ja. Habt heute einen schönen Tag, macht euch einen schönen Tag mit der Familie, keine Ahnung. Und ja, das Video ist dazu da. Ich wollte euch einfach mal so ein bisschen die Lage erklären, warum ich das und das jetzt gemacht habe. Und der zweite Punkt ist auch noch, mein Netzwerk hat so eine Art, die haben einen Adventskalender am Laufen und ich bin halt, ich sage jetzt mal, der 24. Und da habt ihr am Anfang schon das Intro gesehen und irgendwo hier im Video werdet ihr dann im Laufe der Zeit auch noch einen Buchstaben sehen. Und ja, die das Ganze verfolgen auf dem Whitecast-Channel, die wissen Bescheid. Und ja, genau, passt einfach auf. Also die das interessiert, die passen jetzt halt einfach auf im Laufe des Videos, weil ich denke mal, die schauen sich das Video nicht an, weil sie sich für mich interessieren, sondern weil sie diese Buchstaben finden wollen. Aber wie gesagt, das ist jetzt Nebensache. Ich wollte euch einfach sagen, warum ich jetzt meine Videos auf nicht gelistet gestellt habe. Beziehungsweise auf privat, aber ich habe sie, glaube ich, auf nicht gelistet gestellt. Ja, das Ganze ist so. Mich hat einfach alles genervt. Also die Community allgemein ein bisschen, da habe ich auf Facebook auch schon Post rausgehauen. Und YouTube an sich. Also es hat mega Spaß gemacht, Videos hochzuladen, aber jetzt in den letzten Wochen kamen immer weniger Kommentare, Likes und sowas. Und ich weiß nicht, ich glaube nicht unbedingt, dass es jetzt besser wird durch den Restart, aber ich gehe jetzt halt ganz anders an die Sache ran. Also ich werde halt wirklich, weiß ich nicht, alle zwei Wochen oder jeden Monat ein, zwei Videos hochladen und echt halt versuchen, die richtig gut zu machen, also meine Intros halt, und wirklich wieder versuchen, mich von den anderen abzuheben, weil ich habe auch gemerkt, irgendwie in der Community langsam, jeder macht dasselbe und fast alle sind auf demselben Skill-Level, sage ich mal, oder manche können es mehr, manche weniger, keine Ahnung, ist mir auch wurscht. Ich will, wie gesagt, auch jetzt mein eigenes Ding machen. Ich weiß selber, dass ich nicht der Beste bin, aber ich versuche mich natürlich täglich zu bessern und den ganzen Scheiß. Und ja, wie ich gerade schon gesagt habe, versuche da mein Ding jetzt allein zu machen. Ich werde auch so gut wie allen Teams quitten. Also die deutschen Teams, die werden das jetzt mich in dem Video schon verstehen. Und die Army-Teams, denen muss ich das halt dann auch so sagen. Und das einzige Team, in dem ich bleiben werde, ist halt, ja, N7. Das ist das Team, wo ich schon Anfang an schon bin. Und da werde ich auch nie rausgehen. Aber YouTube-mäßig werde ich auch da nicht so viel mit denen zu tun haben, weil wie gesagt, der Channel soll jetzt nur noch mein eigenes Ding sein. Beziehungsweise ich versuche es. Und ja, wie gesagt, versuche halt einfach viel besseren Content zu bringen. Und ja, das waren halt so Sachen, mit denen ich, sage jetzt mal, ein bisschen gekämpft habe. Also, was mich halt demotiviert hat und den ganzen Scheiß, also das mit den Kommentaren und wie gesagt, mich hat das alles ein bisschen genervt, so in dem Team und in dem Team und in dem Team, überall muss man was machen, das war irgendwo auch Stress und im Endeffekt werden die ganzen Teams eh nur benutzt, da seine Videos rum zu spammen und irgendwie Aufmerksamkeit zu bekommen und da habe ich ehrlich gesagt auch keine Lust mehr drauf. Genau, ich hoffe, ich kann euch damit dann jetzt so ein bisschen aufklären, weiterhelfen, keine Ahnung. Wie schon gesagt, lasst euch heute gut gehen, es ist Weihnachten. Und ja, zu dem Community Reel, ich werde versuchen, den dann morgen oder übermorgen hochzuladen. Und dann wird sozusagen zum, ich sag jetzt mal, Restart entweder am 31. oder am 1. mein Reel kommen. Und dann geht's halt ab Neujahr wieder richtig los. Da werde ich dann auch wieder Intro-Aufträge annehmen und sowas. Also da werde ich halt auch wieder Intros für euch machen, soweit es geht und soweit ich auch Lust habe, ganz klar. Und dann bedanke ich mich schon mal an die, die das Video bis jetzt angeschaut haben. Ich weiß, meine Mikroqualität ist so schlecht, aber es tut mir leid. Ich bin echt zu voll, mir Neues zu kaufen. Und da ich ja eigentlich nie solche Videos mache, brauche ich es eigentlich auch nicht. Und ja. Danke nochmal an die, die mich bis jetzt unterstützt haben, die immer hinter mir standen, die meine Videos, ja, immer, ich sag mal, abchecken, keine Ahnung, die halt bis jetzt immer da waren. Ich habe jetzt schon eine richtig geile Community eigentlich aufgebaut, also auf meinen Channel, auf mich bezogen, sind es fast bei 4.500 Abonnenten jetzt bald, also ist echt geil, danke für den Support, in den, ja, 1,5 Jahren oder fast 2 Jahren sind es ja jetzt schon, die ich YouTube mache, wobei 2 Jahre sind es noch nicht, aber ja, danke an jeden und an alle. Gut, das hat jetzt keinen Sinn gemacht, aber auf jeden Fall danke
Und ja, wie gesagt, genießt den Tag noch und wir sehen uns dann im neuen Jahr wieder. Haut da rein. Servus.